Moin, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zum Sonntagabend. Diesmal Livestream mit Hardcore Colonization. Und verschoben hat sich's deshalb für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil ich morgen in den Urlaub fahre und deshalb heute noch ein paar Sachen vorzubereiten hatte. Hat meine Frau gesagt, ich musste so Koffer packen und so Kram. Wofür auch immer, keine Ahnung, wofür man das braucht. Aber auf jeden Fall geht's morgen los in den Urlaub. Aber heute gibt's nochmal einen Livestream und wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Und ich sage erstmal Hallo an den Neo, an den Ernie, den Hastur, den Sakemi, den Thorsten, den Miami Dolphins Fan und den Yin und Phantom und alle anderen, die schon da sind. Und wir werden uns heute noch ein bisschen weiter mit der Moonbase beschäftigen, also mit der zweiten Moonbase, an der wir noch arbeiten wollen. Und jetzt schon mal eine Vorab-Info für alle von euch, die das hier in der YouTube-Aufzeichnung sehen. Ich werde diesmal die Twitch-Aufzeichnung direkt in einem Stück von Twitch zu YouTube transferieren, damit ihr die gucken könnt. Also diese Woche keine super convenient Halbstunden-Folgen, sondern es gibt den einen Block. Die Alternative wäre, ihr müsst eine Woche warten. Und ich habe gedacht, dann guckt lieber das Video in den Abschnitten, wie ihr es selber haben wollt. Und wie lange werde ich weg sein? Ich bin bis nächste Woche Samstag dann weg, also eine Woche um und bei. Und werde dann aller Voraussicht nach in relativ exakt 7 Tagen am nächsten Sonntag wieder einen Livestream machen. Also da bin ich dann wieder zurück. Da geht es dann mit Hardcore Colonization weiter. Hardcore Kerbal setzt jetzt dieses Wochenende dadurch jetzt mal eine Folge aus. Ich werde dann aber am Montag oder sowas, also die Woche drauf Montag, nachlegen, damit es bei Hardcore Kerbal auch weitergeht. Also keine Sorge, läuft alles seinen Gang oder geht alles seinen Gang und wir machen da weiter. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter, bevor ich mich verdünnisiere. Wir hatten ja einen, ich nenne es jetzt mal, lehrreichen Anflug mit der Moonbase 2.0 mit dem Strom. Auf gut Deutsch, das Ding ist abgestürzt. Und hatten eine zweite Landung jetzt vorbereitet. So, und ich würde sagen, zu der springen wir auch mal hin. Deshalb gibt es hier nämlich die Moonbase Bravo Strom zweimal. Die gibt es einmal in abgestürzt und einmal in, wir versuchen nochmal nicht abzustürzen. Und wir versuchen es jetzt mal mit der Variante, die versucht nicht nochmal abzustürzen, aus dem Orbit runterzukommen. So, jetzt aber zum zweitwichtigsten Thema des Abends. Was gibt es heute zu trinken? Heute gibt es einfach nur ein Bierchen, weil ich morgen sehr früh wieder Auto fahren muss. Wir fahren nämlich fürchterlich früh los und der Beatbox Borste ist jetzt auch ein Carbonaut. In diesem Sinne, willkommen bei den Carbonauten und erstmal Prost an alle. Ich habe nicht gedacht, heute Abend Whisky oder Rum in größeren Mengen wäre vielleicht nicht so gut, wenn ich irgendwie morgen um 6 wieder Auto fahren muss. Deshalb einfach nur ganz entspanntes Bierchen. Ist auch echt nett bei den Temperaturen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Mir steht quasi der Schweiß auf der Stirn. Heute wäre ein guter Tag für eine Eve-Mission. Es fühlt sich hier oben auf jeden Fall in meinem Dachzimmerchen, wo der Rechner steht, genauso an, wie ich mir eine Eve-Mission vorstelle. Es hat ungefähr 3 Millionen Grad. Und zwar nicht Fahrenheit. Dementsprechend könnte es sein, dass ich heute vielleicht ein wenig angestrengt warm aussehe oder vielleicht ein bisschen Farbe bekommen mit der Zeit. Das ist der Hitzschlag, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist alles normal. So, da müssen wir, glaube ich, irgendwie hin. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir dann irgendwie unseren Orbit auf der gegenüberliegenden Seite, das wäre dann so grob da, wa? Ungefähr. Huch, das hat nicht so gut funktioniert, so. Jawohl, dann kippen wir den hier. Warte mal, wenn ich da drüben bin, muss ich nach unten. Richtig, richtig. Dann kippen wir den hier so rum, dass wir halbwegs erstmal auf Kurs kommen. So, dann machen wir das Manöver gleich mal. Don't drink and fly. Das ist, an solche Aussagen glaube ich nicht, Neo. Da glaube ich nicht dran. So. Genau, und was ich euch auch schon mal sagen kann, ich habe mir jetzt ein Datum rausgesucht, den großen Super Spezial 2000 Abonnenten, wir fliegen in Echtzeit zum Moon und wieder zurück und zwar Full IVA und währenddessen gibt es ganz viele Dinge zu gewinnen, Stream, den wird es am 30.06. geben, ich trage den auch noch in den Kalender ein, ansonsten Neo, walte deines Amtes. Tu dein Ding, trag's ruhig gerne schon ein. Am 30.06., das ist ein Freitag, um 18 Uhr geht's los. Und dann dauert es halt so lange, wie man hin und zurück fliegt. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, 20 Stunden oder so. Kann sein, dass ich zwischendurch mal schlafen gehe, wenn ich echt nicht mehr kann. Aber wir fliegen da ohne Zeitraffer hin. Yay. Ich freue mich schon so. Not.
Genau, und währenddessen gibt es viele spannende Dinge zu gewinnen. Zum Beispiel, ich halte es jetzt mal in die Kamera. Das ist jetzt natürlich spiegelverkehrt irgendwie. Solche tollen Bücher. Epic Space Adventures, die Mars Rover Rescue oder auch Mac Longnecks Epic Space Adventure, die sind geschrieben worden von Andrew Rader, einem SpaceX-Ingenieur, und der hat die auch handsigniert. Davon gibt es was zu gewinnen. Es gibt Steam-Gutscheine zu gewinnen und andere nette kleine Kerbal-related Gimmicks. Also lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Warum blinkt die Alarmglocke? Keine Ahnung, weil ich sie mal updaten müsste. Ja, mache ich aber nicht, weil es noch eine 1.2.2. Für 1.3 sind leider noch nicht alle Mods fertig. Da warte ich gerade noch ein bisschen. Sobald das mal der Fall ist, ziehe ich mal ein Gesamt-Update durch. Und RSS, so gern ich würde, das ist im Moment leider nicht machbar, weil RSS nicht geupdatet ist. Also Realism Overhaul ist nicht geupdatet. Und ich wollte da auch ankommen, weil so ein Livestream, wo ich es 20 Mal versuche, ist ein bisschen langweilig. Und ich habe auch nicht 6 Tage Zeit, um zum Mond zu fliegen, sondern nur ein. Insgesamt. So, dann sind wir jetzt gleich bei unserem Node. So. Und können wir unser Dings. Was haben wir denn eigentlich jetzt alles rangeschraubt? Wir haben ein Comlab rangebaut. Wir haben ein Ranger Habitation Module rangebaut und ein Control Module. Alles klar. Okay. Ja, stimmt. Das Große war ja mit diesen blöden Teilen, wo man so viel von brauchte, nicht ganz so einfach zu handeln. So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken dann, dass wir noch den Ressourcen-Overlay einschalten. Damit ich diesmal auch eine Stelle auswähle für die Landung, wo wirklich schön Ressourcen vorhanden sind. Vorsichtig. So, wir haben in der Hauptstufe auch immer noch ganz gut Sprit drin. Den werden wir auch hemmungslos benutzen, solange es noch geht. So, und das sollte exakt genug sein. Gut, Ressourcen-Overlay. Kommen wir doch mal dazu. Da war es doch gerade schon. Zack. Cut-off. Zack. Ressource. Wir wollen dahin, wo das Gypsum ist. Ist das da der blöde Krater? Ja, jetzt ist ja natürlich gerade so richtig im Dunkeln, ne? Trauen wir uns eine Mission im Dunkeln zu landen? Puh, schwierige Frage. Wir haben natürlich ausreichend Strom zur Verfügung, aber ich habe mal wieder keine Lampen angebaut, glaube ich. Ich glaube, ich habe keine Lampe angebaut. Machen wir es im Dunkeln? Oder warten wir bis in, ich glaube, 6 Tagen oder so? Das dauert echt lange, ne? Bis hier wieder Licht auftaucht. Weil es auch gerade erst aus dem Licht raus rotiert. Ah, schwierige Frage. Ein bisschen Action wird ja auch nicht schaden, ne? So. Also wir kommen aber sehr sauber rein. Mal gucken, dass wir mal ganz kurz den Ressourcen-Overlay irgendwie anders schalten oder ausschalten. Kann man den Krater irgendwie erkennen? Nicht so richtig gut, ne? Ist echt finster. Also hier irgendwo wäre wahrscheinlich eine gute Landezone. Ja, ich glaube, wir gehen da runter. Das machen wir jetzt mal im Dunkeln. Guck mal, wenn wir hier ein bisschen vorne das anpeilen. Ja. Kriegen wir hin. Gut, dann gehen wir jetzt mal retro und ich bremse uns schon mal so weit rein, dass wir ungefähr bei der vorhandenen Moonbase Bravo landen und dann kürzen wir das im Landeanflug dann noch ein bisschen ab mit dem Fuel, was wir noch haben. So, weil dann können wir davor in den etwas dichteren Ressourcenvorkommen landen. Gut, so viel zu dem Thema. Das heißt, jetzt geht es gleich in die Dunkelheit. Wir haben aber, wie gesagt, ausreichend Batterien. Habe ich irgendwo eine Lampe rangebaut? Irgendwas, was zumindest aussieht wie eine Lampe? Nö, ne? Nicht mal ansatzweise.
Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay, also für die nächste Mission auf jeden Fall eine Lampe mitnehmen. Lampen helfen. Lampen retten Leben. Aber gut, wenigstens hier sitzt keiner drin. Ha, Batman. Haha. Sehr schön. Sehr schön. Okay, also wir sind jetzt kurz davor, dass es in einen Landeanflug übergeht. Jetzt beginnen wir Höhe zu verlieren. So langsam aber sicher. Wir sind noch ein ganzes Stück von der Landezone entfernt. Ich werde jetzt mal das hier. Ist das eine schlaue Idee? Ich muss halt aufpassen, dass der mir nicht umspringt, ne? Funkverbindung ist auch ein bisschen speziell. Das hätte ich mir vielleicht auch mal vorher überlegen sollen. Aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Wie auch immer. Es wird auf jeden Fall nicht blockiert, das Signal. Also kann ich steuern. Gut. Wir sind unterwegs und lassen uns erstmal noch so ein bisschen reinsinken in die ganze Geschichte. Gut, also wir haben eine sehr, sehr hohe Thrust-Weight-Ratio gerade mit dem Triebwerk. Das heißt, wir können ziemlich coole Stunts abziehen, landungstechnisch. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch mal an, indem wir so langsam ein bisschen bremsen. Wir haben jetzt noch 100 Kilometer dahin, um einfach Geschwindigkeit rauszunehmen. Wir können später immer noch gucken, dass wir runtergehen, weil ich will jetzt nebenbei halt auch ein bisschen den Vertical Speed rausnehmen, dass wir nicht zu schnell runterkommen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und jetzt versuchen wir mal so die Mitte zu finden, wo wir langsamer werden, aber sich das hier nicht bewegt. Also durch eine Kombination aus langsamer werden und den Fall bremsen. Das sieht ganz gut aus. So, da hinten müsste langsam auch irgendwann der Krater kommen. So, wir müssen jetzt nur aufpassen, ineffizient, oder es ist, also effizient ist jetzt schon was anderes, aber richtig ineffizient wird es halt, wenn wir die Apoapsis wieder vor uns schieben. Dann fangen wir nämlich wieder an zu steigen, das soll eigentlich nicht sein. So, sieht aber ganz gut aus. Wie gesagt, wir haben jetzt auch noch 562 Delta V. Wir werden wahrscheinlich die untere Stage kurz vor der Landung dann einfach abwerfen, weil wir sie nicht mehr brauchen. Und den Rest mit der Haupt- oder der Hauptstage, also der nächsten Stage dann machen. Vorher werden wir aber die Stage hier so lange wie möglich missbrauchen, um zu bremsen. Einfach weil sie ein extrem kraftvolles Triebwerk hat, zumindest verglichen mit dem, was wir hier eigentlich so brauchen. So, jetzt lasst uns mal ein bisschen tiefer in den Krater noch reindriften. Indem wir einfach ein bisschen Höhe nehmen, ohne zu bremsen. Ich mache jetzt mal, dass wir ganz langsam Höhe gewinnen. Dann kriegen wir nämlich die Geschwindigkeit nach unten schon mal gut raus. Ja, der Funk geht durch den Mond. Warum auch immer, aber er geht durch den Mond. Und das funktioniert und wir stellen es nicht in Frage, wenn es funktioniert, weil sonst wäre das ziemlich fatal für uns. So, kann ich halbwegs erkennen, ob hier schon der Krater ist? Ich bin einfach zu sehr im Dunkeln, ne? Zu sehr im Dunkeln, ist ganz schwer zu sagen. Hier wird wohl irgendwo der Krater beginnen. Wahrscheinlich da so, ich weiß es nicht. Ist echt schwer zu sehen. Aber ich glaube, unsere Landezone ist da gar nicht so falsch. Okay, also was wir hier machen, zieht minimalst. So, wir drehen das mal noch ein bisschen so. So war, glaube ich, ganz gut. Guck mal, jetzt werden wir ganz langsam im Vertical Speed schneller, ziehen Horizontal Speed aber raus. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Genau das wollte ich nämlich nicht, dass der dann nachher auf Surface geht. Hört ihr das auch? Irgendwo ist hier gerade ein echt dicker Motor angegangen. Wer weiß, was das ist. Um es jetzt einfach unter Kontrolle zu halten und einen relativ angenehmen Abstieg zu machen, also relativ kontrolliert vor allen Dingen auch, damit wir nicht in irgendwelche Schwurbeleien reinkommen, die uns nachher Probleme machen. Und Cyndaquil94 ist jetzt auch ein Carbonaut. Willkommen, Cyndaquil. Und du bist live dabei, wie wir versuchen im zweiten Anlauf die Stromversorgung der neuen Mondbasis an Start zu bringen. So, jetzt lasse ich die Seitwärtsbewegung mal einfach
Seitwärtsbewegung sein. Nehmen erstmal wieder ein bisschen Fahrt aus der Sache raus, also Fallgeschwindigkeit raus und lass ihn einfach driften, dass wir noch ein bisschen rankommen, weil wir sind gut in der ressourcenreichen Zone drin. Da können wir ruhig hier irgendwo anpeilen. Und das schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir da jetzt erstmal noch ein bisschen rüberschweben. Weil noch haben wir ganz gut Höhe. Und hallo auch an El Seppo und an den Mind Devil. Schön, dass ihr es einrichten konntet. So, ich bin aber mal ganz zuversichtlich, dass das heute klappen wird. Immer nur wir aufpassen, dass wir auch wirklich landen irgendwann mal. So, ich glaube, jetzt ist so langsam auch der Punkt erreicht. Ich glaube, wir sind über den Kraterrand drüber. Es lässt sich halt echt gerade schlecht erkennen. Weil wegen Lampe und so. Aber wir müssten safe drüber sein. Ich bin mit der anderen Mission sehr weit reingegangen. Das heißt, ich werde jetzt mal einen kurzen Boost mit dem Triebwerk machen, um jetzt einen relativ geraden Abstieg zu holen. Also den Horizontal Speed so weit wie möglich zu killen, solange ich das große Triebwerk noch habe. Damit ich mir dann mit dem restlichen Treibstoff ein hübsches Landeplätzchen aussuchen kann. Gut, und jetzt gehen wir rüber auf das andere Triebwerk. Zack. Ah, nein. Stimmt, das ist erstmal auszufahren. Bevor ich hier loslege. So, die ausfahren. Zack, weil eingeklappt bringen die nicht so viel. Und jetzt machen wir hier mal schön vorsichtig einen Abstieg. Also wir haben 966 Delta V. Wir brauchen 200 und ein bisschen für einen Suicide Burn. Wir werden keinen Suicide Burn machen. Und glücklicherweise gibt uns zumindest das hier ein bisschen Licht rein. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Punkt finden, wo wir umkippen auf... Wir werden nicht mehr schneller. Jetzt werden wir nicht mehr schneller. Okay. Also ich bremse jetzt schon mal langsam ein bisschen raus. Es ist doch relativ knapp von der Trust Weight Ratio, ne? Dass wir so schnell runtergehen. Nicht übel. Ja gut. Na gut. Oh, noch ein bisschen Platz nach unten. Ist auch eigentlich noch viel zu hoch, um schon zu viel zu bremsen. Wir haben noch 10.000 Meter von der Terrainhöhe. Da geht also noch was. Oh, da unten sieht es aber auch sehr kraterlastig aus, ne? Wir sollten ein bisschen hier rüber. Wenigstens ein bisschen. Hm. Zeit noch nutzen, um Fahrt aufzunehmen. So. Gott, fackeln wir gerade unsere Dinger ab. Das ist auch nicht so schön. So. Jetzt Retro, ne? Ich muss echt jetzt bald... Muss ja jetzt schon in Suicide Burn gehen. Es wundert mich, dass das Triebwerk so schwach ist. Sieht von der reinen Beschreibung her, sieht es besser aus. Okay, aber ich glaube, wir kommen jetzt rüber auf die andere Seite. Ich fange jetzt mal den Burn schon mal sicherheitshalber an. Dass wir ein bisschen Toleranz haben, schlicht und ergreifend. Mal gucken. Mal gucken. Wieder runterkommen. Das ist am Kraterrand. Würde ich mal sagen. So grob. Wir sind auf jeden Fall laut meinen Anzeigen rechtzeitig langsam genug, dass wir nicht aufschlagen. Ich hoffe, dass meine Anzeigen nicht lügen. Und das wirklich so funktioniert. Das wird ein bisschen knapp, ne? Ich guck mal, dass wir hier ein bisschen noch rüberkommen gerade. Er tanzt ziemlich. Stabil sieht anders aus. Okay. Also, wir haben noch 500 Meter Höhe bei 500 Delta V. Das sieht gut aus. Also, wir haben uns gefangen. Auf jeden Fall. Jetzt versuche ich mal ein bisschen noch
mal Bewegung hier rüber zu bekommen. Solange wir noch Höhe haben, dass wir auch wirklich nicht am Kraterrand stehen. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Müssen wir nur gucken, dass wir vor der Landung noch den... den Schwung rausnehmen. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind über den Kraterrand drüber. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal kurz mal ein Retro. Ich hoffe, dass das reicht. Von der Beweglichkeit her. Komm schon, lass mich nicht allein. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Okay, 200 und ein bisschen Meter noch. Ist nicht besonders schön zu fliegen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So von den Erfahrungswerten her. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden, aber es sieht ganz okay aus. 400 Delta V haben wir auch noch im Tank. Da müsste bald der Boden kommen. Ziemlich bald sogar. 14 Meter noch, sagt er. Wow, 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 da war er auch schon. Schneller als gedacht. Groundtiefe. So, Anker sitzt. Wir sind unten angekommen. Autschi. Das war tatsächlich ein ziemlicher Blindflug. Also nächstes Mal Lampen oder bei Tageslicht landen. Und ja, der Skycrane ist, gelinde gesagt, grenzwertig. So, jetzt können wir aber mal gucken, dass wir eigentlich den Skycrane... wir könnten ihn entsorgen, ne? Ich bin mir halt noch nicht sicher... So kann ich ihn gerade nicht ausfahren. Ach, Activate Receiver? Ne. Ach so, okay. Statt Activate Receiver Dings gibt es jetzt halt... Muss man sie halt so ausfahren. Okay. Activate Receiver. Ich glaube, wir sollten den Skycrane auch jetzt gleich mal entsorgen. Warum Receiver? Eigentlich sind die doch auf Solar-Only gestellt. Ich hoffe, dass die jetzt auch als Solarzellen funktionieren. So, dann aktivieren wir mal das Comlab. Zack. Damit wir noch eine zweite Verbindung haben. Ich hoffe, dass die reicht. So, und dann heißt es eigentlich nur noch hier ein bisschen Gas geben mit dem Skycrane. Nach und nach. Und... wartet mal. Wo ist er denn? Decouple-Note, da ist er. Hui! So. Kurs nehmen auf irgendwas anderes. Hauptsache weg. Mal gucken, ob wir noch vom Mond wegkommen damit sogar. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Oh doch, guck mal, was der für Delta V hat jetzt. Der kann zur Sonne fliegen direkt. Hui! So. Ach komm, da machen wir einen schönen spektakulären Knall draus, oder? Wer braucht schon einen Skycrane, wenn man nichts mehr zu heben hat? Impactor Probe. So. Hui. Da fliegen irgendwelche Teile rum. Gut, damit haben wir aber... Das ist ein Witz, oder? Nee, das ist nur die Antenne. Wo ist denn meine Mondbasis hin? Sollten wir nicht eine Mondbasis haben? Ach, lasst mich raten. Die zählt. Warum zählt denn die jetzt nicht? Ich habe doch extra so ein Control-Ding angebaut. Ah, da muss ein Körbel rein. Glaube ich. Naja, das Ding zählt, glaube ich, nicht als Prop-Core. Genau, das Auxiliary Control-Dingsbums ist... keine Crew drin. Das hat eine Kommandoeinheit, aber da muss noch ein Körbel rein. Das ist aber okay. Also es kann jetzt erstmal so autonom da stehen bleiben. Prinzipiell. Auch hier ist, glaube ich, keiner drin. Aber ich hatte jetzt gerade schon Angst, dass das irgendwie durch einen Bug verloren gegangen ist. Aber alles gut. Das steht da. Das ist genau da, wo es sein soll. Da fehlt halt einfach nur jetzt Kontrolle.
Das ist doch die Hauptsache. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zum nächsten Teil und das landen wir jetzt hoffentlich dann nicht mehr in der Dunkelheit, sondern im Hellen. Aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal natürlich was bauen. Und da würde ich jetzt sagen, wäre als nächstes meiner Meinung nach dran eine Wohneinheit, mit der man was anfangen kann. Und mit der wir dann auch Kontrolle über das Ganze übernehmen können. Und was ich mal machen werde, ist ein Subassembly auf jeden Fall speichern von der Rakete, damit wir jetzt für die ganzen Mondbauteile den Kram nicht immer wieder machen müssen. Würde ich nämlich mal sagen, das hier wird unser Moonbase Transport Subassembly. Zack. So. Und dann können wir nämlich neue Sachen bauen. Don't save. Genau, Lichter werden das nächste Mal nicht vergessen. Und eine Rundumleuchte schadet wahrscheinlich auch nicht, ja. Gut, dann fangen wir doch mal an. Also. Als allererstes sollten wir jetzt immer gucken, dass das hier unsere Basis ist, weil wenn alle auf der gleichen Basis stehen, haben wir eine relativ hohe Chance, dass die auch miteinander verbunden werden können. So, und darauf brauchen wir jetzt irgendwas zum Wohnen. Ich glaube, tendenziell ist momentan am besten. Der hat 12,5, der hat 25. Ich glaube, damit leben wir wahrscheinlich am besten erstmal im Moment. Wir haben halt noch nicht so viel anderes. Und deshalb wird uns so viel anderes auch nicht helfen. Und eine kleine Leiter, damit wir da auch rein und rauskommen. Die ist vielleicht sogar ein bisschen sehr klein. Eine nicht ganz so kleine Leiter. Ich korrigiere mich. Eine Leiter, mit der man auch unten ankommt. Das sieht doch schon viel besser aus. Sieht zwar schon ein bisschen zu gut aus, aber wir können die einfach sauber bis unter die Tür machen. Dann haut das ganz gut hin, glaube ich. Jetzt haben sie Bodenkontakt. So, und die Leiter. Ja, das geht schon. Eine Leiter, war da nicht mal was? Ja, in dem speziellen Fall war da mal was, aber das ist jetzt eine 1-2er. Da ist dieser Bug auch ein Stück weit gefixt und umgebracht hat ihn ja nicht die Leiter, sondern die Landebeine. Und der Bug ist gefixt. Außerdem hängt die Leiter nicht in irgendeinem wilden Winkel rum. Das wird schon, aber ich mache sie ein bisschen tiefer. Dann geht sie halt in den Boden rein. Ist egal. So. Gut. Jetzt können wir. Wir haben mitgenommen ein Habitation Module, richtig? So. Moonbase Bravo Wohneinheit. So. Jetzt können wir die mal kurz speichern. Ich muss mal ganz kurz die Stromgeschichte laden. So. Was hatten wir jetzt mitgenommen? Ein Habitation Module. Zack. Okay, das heißt, da drin kann man theoretisch auch wohnen. Das hat noch an einer Seite sogar Platz. Da könnten wir also einen anderen Schlauch anbauen. Ich verstehe. Gut. Also, das heißt für uns, wir könnten gucken, dass wir einen Verbindungstüdel haben wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Ne, hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon geguckt. Ist einfach noch nicht da. Okay, kein Verbindungstüdel. Das heißt, was wir jetzt bräuchten, wäre auf jeden Fall eine Essensversorgung. Oh, die könnte man aber benutzen, um die Leiter ein bisschen schöner zu machen. Ein großer Life-Support-Tank. Zack. So, und dann wird das wahrscheinlich für die Leiter auch ein bisschen besser. Damit die nicht im Boden verschwindet. So, dann haben wir hier nämlich einen fließenden Übergang.
Man kann da als Kerbal rangehen. Perfekt. So. Das dazu. Ein bisschen Stromversorgung schadet wahrscheinlich nicht, wenn das Ding auch ein bisschen was selber kann. Da hätte ich jetzt gesagt, machen wir einfach mal vier von diesen Paneelen ran, um die seitlich so ein bisschen zu pflastern. Und wir hatten dieses Problem mit dem, was war denn das? Control, ne? Man hatte keine Kontrolle. Das heißt, wir sollten auch hier so ein Auxiliary Control Module wahrscheinlich anbauen, damit wir nachher Kontrolle über unsere Basis haben können. So, und das bauen wir das hier drunter. Macht das Sinn? Kommt man da noch lang? Ne, kommt man nicht mehr lang. Dann bauen wir das hier seitlich an. So, und diese Seite lassen wir mal frei für einen, für einen Verbindungsschlauch, dass wir später die andere Basis antüdeln können. Das haben wir jetzt noch nicht. So, und dann könnten wir hier hinten schauen, dass wir ein Agrikulturmodul vorbereiten. Das sähe dann so aus, dass wir hier so ein bisschen Zeug anpflanzen können. Weil die Seite würde ich freilassen aufgrund von, wäre schon gut, wenn man noch aussteigen kann. Die Seite würde ich freilassen aufgrund von, wäre schon gut, wenn man noch irgendwie eine Verbindung zu irgendjemand anders herstellen kann. So, was wir jetzt leider noch nicht haben. Doch, Landing Modular Wheel. Was ist das denn eigentlich? Trolley Wheel for Moving Based. Na, das ist eigentlich ganz schick, ne? Kann man damit schon was anfangen? Es gibt so Landing Frames, ne? Ja. Aber sind die dafür gedacht, rumzufahren? Bin mir noch nicht ganz sicher, wie man die benutzt, sinnvoll. Damit kann man natürlich Sachen rumtransportieren. Was prinzipiell nicht schlecht ist. So, wartet mal. Retract. So. Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten das Ding so gelandet. Können wir dann da sinnvoll irgendwas mit Rädern machen? Wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Ja, zwei Rad. Zack, wenn das einzieht, dann ist es immer noch albern. Na gut. Oh, guck mal. Oh. Hä, wo sind die denn jetzt dran befestigt? Hä? Das ist ja sehr eigenartig. Schwupp. Sehr lustig. Ich habe keine Ahnung, woran sie befestigt sind. Aber prinzipiell wären sie ja lustig, ne? Vielleicht gibt es ja da irgendwie so kleine Girder. Nein, ich meinte wirklich kleine Girder-Segmente. Ja, probieren wir es mal damit. Ob wir da ein sinnvolles Fahrgestell drunter gebaut bekommen. Und wir testen, um Himmels Willen, wir testen das vorher auf dem Launchpad. Ob das eine gute oder eine sehr schlechte Idee ist. Das kann man aber schlecht sehen, ne? Sagt man, macht hier so Cubes dran, dass wir dann da sagen, wir haben Attachment Point für die Räder. Das hat auch nur so halb funktioniert, ne? Zack. Start Extended. Das Problem ist aber, dass die dann immer noch
weiter oben sind als unsere Landestabilisatoren, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwieriges Thema. Lasst uns mal den anderen Landeframe kurz angucken. Also generell. Generell. General Kenobi, so. Sagt ihr doch mal was. Aber ich glaube, der hilft uns auch nicht. Wenn man da auch keine Dings ranbekommt. Keine Räder sinnvoll ranbekommt. Irgendwas Sinnvolles, was uns nicht den Tag versaut, um es beweglich zu halten. Hey Andi, danke schön fürs Rüberschicken. Hast du jetzt eingestellt deinen Stream? So, und ja, mit grünem Screen. Das hat dich der Teufel gesagt, das hätte auch ein Bluescreen sein können. Räder. Räder. Oder ich lande das Ding einfach vernünftig. So. Ja, Mensch. Das überlege ich erstmal. Ich glaube, wir machen es aus der Landung. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, als uns jetzt hier irgendwie kaputt zu machen. Wir haben Kontrolle. Wir haben agrikulturales Modul. Gucken, das agrikulturale Modul muss zum Deployment aber so komisches Zeug mit dabei haben, ne? 1000 Material Kits. Igit Ifui. Die müssen wir natürlich irgendwo mitschleppen, ne? Oh, das ist doch größer als gedacht. Wenn ich die später auf dem Mond montiere, die Räder, das macht's ja nicht, das ändert ja nichts an dem Problem, dass ich im Moment nicht so wirklich sinnvolle Räder habe, um die da anzusetzen, ne, um rumzufahren. Das ist ja so mein Problem. Räder skalieren. Das ist natürlich mal ein Versuch wert, ob man die Räder einfach skalieren kann. Nein, kann man nicht. Schade. Das wäre natürlich schön gewesen. Das denn? Ach ja, das ist quasi das Landebein in Einzeln. Ja, wie gesagt, oder ich spare mir das jetzt einfach erstmal und lebe damit, dass es so ist im Moment und lande das Ding einfach sauber. Einfach. Sauber. In der Nähe. Das wäre ja eigentlich schon mal ein guter Anfang. Gut. So, wir könnten jetzt hier mal noch so ein Cupola-Modul hinbauen. Hat mich noch eine andere Cupola? Mir war so. Observation Cupola. So. Die muss sein. Genau, was soll schon schief gehen bei einer punktgenauen Landung? Nichts. Da kann nämlich gar nichts schief gehen. Gar nichts kann da schief gehen. So. Das haben wir. Inventory. Wir brauchen auf jeden Fall solche Verbindungsnupsis, damit wir uns an den Strom dann anschließen können. Können wir ruhig 20 mitnehmen. Und wir nehmen auf jeden Fall mal ein paar Struts mit. Für den Fall, dass wir was vertüdeln wollen.
Und wir nehmen ein wenig Werkzeug mit. Für den Fall, dass wir das tatsächlich anwenden wollen. Völlig verrückt. Völlig verrückt. So, jetzt könnte noch irgendwas oben drauf, damit es hübsch aussieht. Also vor allen Dingen wollten wir noch Lampen anbauen diesmal. Welche waren denn die hellen? Das hier waren die hellen, oder? Strong Beams of Photon. Jawohl. So. Ich glaube, wir machen einfach mal so richtig Terror hier. Mit Licht. So, einfach nur, weil es geht. Und packen uns die Lampen mal so, dass sie so ein bisschen den Umkreis unserer Basis beleuchten. Das ist doch schön, oder? So. Gut. Haben wir das? Rundumleuchte kommt natürlich auch dran auf vielfachen Request. Die machen wir hier mal so seitlich ran. Eigentlich müssen wir zwei machen, ne? So, dann hoch. Jetzt hat es kurz geleckt. Zwei Seiten, Rundumleuchte. So, sehr schön. Dann haben wir erstmal ein erstes Wohnmodul. Das verbinden wir dann mit dem Energiemodul. Eine grundsätzliche Stromversorgung hat es ja. Müssen wir doch eigentlich. Das Ding nur noch sauber anlanden, oder? Mein, wie schwer kann das sein? So, was hatten wir denn für Docking-Ports genommen? Muss ich nochmal gucken. Was für ein Docking-Port, damit wir überall oben die gleichen drauf haben. Ich glaube, es ist ein Construction. Ja. Okay. Was hier eigentlich das Basisteil, wo alles dran hängt? Könnte man noch. Ach, hier hängt das alles dran, okay. Laden. Was für Bier das heute ist? Das ist ein Dithmarscher Naturtrüb. Ganz normales 0815 norddeutsches Bier. Ja, kann man aber ganz gut trinken. Bravo, Wohneinheit. So. Also, wir haben zum Konnektieren, nein, wir haben zum Konstruktionieren einen Standard-Docking-Port. Auf diesen bauen wir einen Standard-Probe-Core, damit wir arbeiten können. Und diesem verpassen wir einen Tank. Und was ich gerade gelernt habe, das da. Das war sonst nicht so schön zu landen. Und dann gibt es noch. Jetzt die Überlegung, wo machen wir? Ne, wir machen erstmal den Engine. Den Skycrane nämlich. Zack. Dann das da. Und dann so ein aerodynamisches Hütchen, damit wir gut aus der Atmosphäre hochkommen. So. Das ist unsere Landeeinheit. Das hier wird mal eben geautostruttet, damit hier nichts rumwackelt. So, und dann hätten wir, wenn ich es richtig sehe, 1000 und ein bisschen. Jawohl. 1000 und ein bisschen Delta V bei 2,56 Thrust-Weight-Ratio. Heißt am Ende des Tages, wir können das Ding sauber landen. Wir haben, ich glaube, fast doppelt so viel Delta V, wie wir eigentlich für eine Landung brauchen. Das heißt, es lässt auch noch Korrekturen zu, damit wir zum Beispiel sowas machen können wie das Ding starten. Also darum geht es mir halt, dass dann die richtige Seite zur anderen Basis zeigt. Gegebenenfalls einen anderen Landepunkt suchen, aber auch halt starten und das Ding einfach in sich drehen und wieder landen, damit die richtige Seite rüber zeigt, dass wir später mit Schläuchen noch eine Verbindung schaffen können. Das ist damit auf jeden Fall auch schon mal machbar.
Wir haben eine passive Stromversorgung, die sich irgendwann wieder auflädt, sobald Licht da ist. Die immer ausgeklappt ist. Und wir können das Zeug da machen. Jetzt kommt nur noch der Part mit. Wie kriegen wir 1000? Wie hießen die Dinger nochmal? Dinger. Die wir brauchen. Sag doch bitte auch mal was. Wir brauchen, um das auszuklappen, nämlich noch 1000 Material Kits. So, dann gehen die Probleme nämlich schon wieder los. Dass wir irgendwas brauchen, wo wir das reinpacken können. Logistik. Was für ein Ding nimmt man denn so, um 1000 Teile reinzupacken? Wie groß ist das? Das könnte man hier heranschrauben, ne? Theoretisch. Was zum Verankern der Base, falls sie schief steht. Die Base kann sich selber verankern. Also die Dinger haben so einen Ground Taffer, das was ich in der anderen Base auch verankert habe. Deshalb diese Bodenteile. Also dieses Bodenteil hier unten hat einen Ground Taffer, also einen Grundanker mit drin. Und dieses Bodenteil hat auch eine 4000 Einheiten Batterie mit drin. Da ich ja die Hauptbatterie in dem großen Reaktorgebäude habe. Im Prinzip die Verankerung und die Batterie würde ich bei diesem Teil der Basis tatsächlich abfeiern über das Landemodul unten dran, weil das erstmal genug Strom ist, um die Landung auf jeden Fall safe zu machen, auch im Dunkeln. Und wir dann ja eine Verbindung rüber zu dem großen Batterietank schaffen wollen, damit das funktioniert. So, das sieht nicht schön aus, um es mal nett zu sagen. Wie viel kriegen wir denn da rein? Material Kits, 2000 passen da rein. Dann brauchen wir gar nicht so viel davon. Material Kits in den Sky Crane. Das ist gar keine so schlechte Idee. Da könnte man natürlich. Warum geht das jetzt nicht? Zack. Dass man hier irgendwie so ein. Nee, das ist alles nur. Ich glaube, der ist fast zu groß dafür. Gibt es nicht noch was Kleineres? Wahrscheinlich nicht. Schade eigentlich. Zack. Jetzt wird es natürlich schon wieder eine Riesenhütte, ne? Next, 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 next. Material Kits. 4.500. Wir brauchen 1000. Obwohl, wir könnten einfach welche mitnehmen für. Kann man für andere Sachen verwenden. Genau, also Ernie, das wäre ja dann so ein bisschen erfüllt. Wir hätten dann hier die Möglichkeit zu sagen, das ist auch noch ein Planetary Warehouse, also das darf andere Dinge versorgen damit, mit diesen Material Kits. Und es wäre absprengbar dadurch, dass ich diesen gesamten Sky Crane ja prinzipiell wegjagen kann, sobald ich ihn nicht mehr brauche. So, jetzt machen wir das hier mal. Bisschen absenken. Zack. Gut. Damit hätten wir genug Material. Senkt natürlich unsere Delta V beträchtlich ab, so viel Zeug mitzunehmen. 900 ist aber immer noch okay. Unter der Annahme, dass diese Riesenrakete so oder so uns sauber rausbringt. Ach, wartet mal, diese Riesenrakete, war die nicht irgendwie scheiße? Die flog nicht so gut, ne? Da muss ich noch mal ein paar Sachen anders machen. Vielleicht baue ich die gleich noch mal ein bisschen um. Schöne Subassembly, aber. Ja, das war die mit diesen komischen Boostern. Machen wir so nicht. Wird anders durchgesetzt. So, oder umgesetzt. So, dann haben wir das erstmal. Dann brauchen wir noch eine Funkverbindung, damit das Ganze auch fliegerisch wertvoll funktioniert, wenn man irgendwo rumdüdelt. Da würde ich mal sagen, die bauen wir nicht unter, direkt unter ein Dings, sondern die bauen wir zwischen die Triebwerke, damit wir da nicht elendig dran verrecken. So, und dann kommt schon der Part mit, wir bauen uns eine Rakete, die diesmal hoffentlich ein bisschen funktioniert.
Und wir müssen dann unbedingt mal, wenn wir das hier durchhaben, gucken, ob wir irgendwo Science-Punkte herbekommen. Ich brauche unbedingt noch ein paar geilere Kolonieteile. Weil das ist es noch nicht. Das ist noch nicht so, wie ich mir Koloniebauen vorstelle langfristig. Das ist jetzt nett, um mal anzufangen. Für eine langfristige Dings. Haben wir überhaupt schon irgendwas? Nö, ne? Wir können auch noch gar keine Ressourcen abbauen. Ich bin ein wenig enttäuscht. Auch das sollten wir noch erforschen vorher. Bevor wir da was Ernsthaftes hinstellen. So, oder bevor wir es zu groß ausbauen. Gut, jetzt Adapteur. Dann brauchen wir eine Rakete, mit der wir das Ganze nach drüben fliegen können. Zip, 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 zip. Dann machen wir mal Schema F. So wie immer halt. Dann kommt eine etwas größere Rakete, mit der man das Ganze gut in... knapp dran vorbei. In und aus dem Orbit raus befördern kann. Das ist dann hier der Kollege. So, jetzt haben wir schon mal Kerbin eine Trust-Rate-Ratio von ziemlich viel. 0,75 reicht erstmal. Gut, dann kommt der Part, wo wir ein großes Triebwerk ranzimmern. So. Und das mit einem Mainsail ausstatten, damit wir richtig Druck drauf haben. Und vor allen Dingen jetzt aber auch in die Breite gehen, damit wir Kontrolle und Schub bekommen für den Aufstieg. Weil die alte Rakete war da ja, vorsichtig gesagt, nicht so besonders performant im Sinne von Steuerbarkeit. Das war ziemlich, ziemlich beschissen, um es mal so zu sagen. Und wir nehmen als Unterstützungstriebwerke dann einfach viermal einen Skipper mit und versorgen unser mittleres Triebwerk, solange es geht, aus den äußeren Tanks, dass wir die sauber durchstagen können. Und weil ich ein alter Schisser bin, so, wartet mal, zack, machen wir jetzt, also die andere Rakete hat mich echt ein bisschen traurig gemacht, machen wir das jetzt mal richtig vernünftig, zack, und es gibt natürlich Flossen in die Mitte. So, das war jetzt das Schnelldurchlaufverfahren von wir bauen eine Mondrakete. Gut, jetzt gucken wir mal. Wenn ich das Staging ordentlich mache, haben wir Atmospheric beim Start 1,15. Da müssen auf jeden Fall noch ein paar Booster ran. Dann machen wir die weg. Dann haben wir 1,07. Das ist immer noch okay. Es ist positiv zumindest. Dann machen wir das weg und gehen auf das Triebwerk. Dann 066, okay, aber wir kommen aus der Atmosphäre dann auch relativ schnell raus. Das geht schon. Ja, ja, ja. Okay, wir sind jetzt 6628 Delta V insgesamt. Wir packen uns jetzt noch ein bisschen. Wir packen uns jetzt noch ein bisschen Booster ran für den Start, dass wir auf eine 1,5 ungefähr Trust-Weight-Ratio kommen, damit wir schnell Schub geben können am Anfang, also damit wir schnell Geschwindigkeit aufbauen. Danach können wir gut rausregeln und dann sollte es eigentlich tun. Ne? Ist sogar preiswerter als die letzte Rakete. Wahrscheinlich aber wegen dem Zeug oben drauf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir wirklich so große Booster brauchen. Ich würde nämlich tendenziell sagen, wir nehmen mal ein bisschen was Kleineres. Das war aber nicht der Dings, den ich wollte. Wir nehmen mal tendenziell die etwas kleineren Booster her. Weil ich will eigentlich nur so einen ersten Schwung haben, weil wir sind ja auch Atmospheric positiv. Das heißt, wir sind bei 1,15 at Sea Level. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Ich möchte ihm nur initial erstmal einen Schub geben, dass er Geschwindigkeit bekommt. Und danach können wir gerne mit 1,15 langsam weiter raus beschleunigen. Zumal sich das durch den Treibstoffverbrauch auch relativ schnell in Richtung der 2,5 verschieben wird mit der Zeit. Deshalb nehmen wir jetzt nicht ganz so riesige Booster, sondern die guten alten Hammer. Die benutzt man auch eh viel zu selten. So, wenn wir die jetzt damit reinnehmen, dann haben wir warte mal. Vielleicht machen wir Staging noch ordentlich. 1,5 ohne Atmospheric, das sieht schon mal ganz gut aus. Und mit Atmospheric sind wir bei 1,33. Ich werte das jetzt erstmal als es reicht. Wir haben einen kleinen Booster-Effekt mit dabei.
Ist okay. Schwupp. Hütchen drauf. Und dann gibt es noch eine kleine Starthilfe. Genau, wenn wir das Ganze zünden. Zack, 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 zack. Die hier mit hin, die hier mit hin, die hier mit hin. So, bin ganz zuversichtlich, dass das klappt. Lampen haben wir, Strom haben wir, Essen ist drauf. Essen reicht erstmal für... Also ich habe jetzt natürlich noch keinen Recycler mit dran. Großartig, das könnte man natürlich... Nee, ich wollte die Seite freilassen. Und hier machen wir, glaube ich, keinen drunter, damit ich nicht in die Leiter reinklatsche. Wir bauen uns dann irgendwann mal so einen Recyclingturm, den wir mit der Basis verbinden oder sowas. Zumal wir ja hier hinten Essen herstellen können. Wir haben dann mit der Maximalbasisausstattung erstmal 83 Tage Essen. Das ist okay für den Anfang. Also da wird ja noch kein Essen hergestellt dann. Und fliegt ja jetzt auch erstmal kein Körbel mit. Wir fliegen das wieder unbemannt rüber. Das sieht also alles soweit gut aus. So, jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen stabil. Autostrutt. Autostrutt. Autostrutten. Das kann man auch nochmal Autostrutten. Und wir machen hier mitten rein nochmal einen Autostrutt. So, ich glaube, damit sollten wir eigentlich 6600. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wir brauchen das hier rüber in die Umlaufbahn. Dann ist noch ein bisschen was übrig. Dann haben wir für den Transfer 1355. Das ist ein bisschen mehr, als wir brauchen. Dann haben wir noch wahrscheinlich mehr als 912 Delta wie für die Landung, weil noch was übrig bleibt. Das sollte also passen. Da wollte ich nicht ganz so rumspielen. Müsst aber gehen. Wenn ich jetzt noch größer baue, dann kriegt der Yin sonst wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Das heißt, wir leben jetzt erstmal damit. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. So, wir haben Probe Core, wir haben Dings, wir brauchen noch eine Aufstiegsantenne. Dass wir erstmal ein bisschen funken können. Schwupp. Hat er schon, der Yin. Ja, du würdest ja immer mit Barebone, aber ich muss ja die Basis irgendwie dahin bekommen. Ich kann ja nicht nackig und mit dem Handbetrieb nach Moon fliegen. Ich muss die Basis ja leider irgendwie hinbekommen. Und ich finde, dass das Delta-V-Budget gar nicht so übertrieben ist. Wie gesagt, knappe 4000 gehen schon drauf, um bis in Orbit zu kommen. Dann mache ich einen Transfer rüber. Also da ist ein bisschen Toleranz mit drin, aber keine Unmengen. Keine Unmengen. So. Auf nach Yol damit. Also wenn du mit 6000 irgendwas Delta V bis nach Yol fliegst. Ich guck mal, ich glaube, da brauchst du ein bisschen mehr, oder? Ich meine, du brauchst 4000 für den Orbit, du brauchst ungefähr 2000 für den Transfer. Und wahrscheinlich nochmal so um und bei 2000, um dich in Orbit einzubremsen. Yol. Also unter 8000 wirst du nach Yol nicht kommen. So. Genau, die punktgenaue Landung wird der spannende Part des heutigen Tages. Ich bin auch sehr gespannt, aber deshalb gucken wir ja auch, dass sich da jetzt kein Körbel reingeschlichen hat. War ja wieder klar, dass Jebediah schon wieder heimlich in dem Kontrollmodul sitzt. Das machen wir natürlich nicht. Das macht für uns der Probe Core. So, und dann würde ich mal sagen, fliegen wir den Hobel mal los, um das nächste Modul für die Mondbasis abzusetzen. So punktgenau wie die vorletzte. Kann man jetzt drüber streiten, ob die punktgenau war oder nicht. Sie war halt einfach ein bisschen schnell, als sie aufgekommen ist. Das war ihr Problem. Das hat sie getötet. So, und ansonsten, ja, Tylo lasse ich gelten. Kannst du natürlich über den bremsen. Aber Tylo habe ich leider nicht, wenn ich zum Moon fliege. Da muss ich selber bremsen. Guti, wir werden ja sehen, wie viel Delta V nachher noch übrig sind. Ich befürchte, es wird gar nicht so viel sein, wenn ich alles korrigiert habe und so. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir das mal starten. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das Teil fliegen wird. Schauen wir mal. Nochmal einen letzten Blick auf Staging. Bap, 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 bap. Vollschub ist drin. Ja, dann los geht's. Also, es fliegt schon mal. Das ist doch schön. Geht schon mal einen ganz leichten Tick auf die 90 Grad. Damit wir die Booster vielleicht nicht mitten auf das Landingpad setzen.
die sie abwerfen. Ja, und dann haben wir auch gleich schon 100 Meter pro Sekunde zusammen. Das war auch so mein Ziel, wo ich relativ schnell hinkommen wollte. Dass der Aufstieg erstmal passt. Dann brauchen wir die Booster jetzt auch gar nicht mehr. Wir können schon mal ein bisschen Schwung rausnehmen. Jetzt habe ich ja endlich mal volle Kontrolle über meine Geschwindigkeit, statt mit diesen Kickback-Boostern, die mich halt einfach auf irgendeine abartige Geschwindigkeit beschleunigt haben, sodass der Atmospheric Drag mich einfach umgedreht hat. Das geht jetzt natürlich ein bisschen entspannter mit den Kisten. Ich hoffe, dass das Teil so stabil bleibt, wie es momentan fliegt. Ganz leichte Abweichung von den 90 Grad runter. Ich versuche mal so ein bisschen zu korrigieren. Solange wir noch langsam sind. So. Nee, die kleinen Booster sollten das Landing Startpad, Launchpad, meine Güte, eigentlich nicht so sehr stören. So. Dann machen wir mal den Gravity Turn fertig. Wir sind jetzt so auf die 10 Kilometer langsam hoch. Das sieht doch mal nach einem Bilderbuchstart aus heute. Bilderbuchstart. Müssen wir es nur noch bis zum Mond schaffen. Gut. Also. Höhe passt. Winkel passt auch, indem wir rausgehen. Gravity Turn ist durch. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Schwung raus, damit wir hier nicht gleich gegen die nächste Wand zimmern, die noch aus Luft besteht. Wir sind nämlich noch ziemlich tief und schon relativ schnell. Aber so sieht das gut aus. Gut, dann kommt gleich die Erde oder die nächste Separation. Die werden wir dann wieder auf Vollschub gehen. Sobald das hier alle ist. So, wir gehen jetzt auf den kleinen Tank runter. Okay. Das heißt, vollen Schub rein. Schön gerade auf unsere Flugrichtung ausrichten, damit der Wind die Dinger nicht irgendwie gegendrückt. Das sieht doch gut aus. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, dass wir ein bisschen Höhe nehmen noch. Wir sind ein bisschen tief vom Winkel gerade. Und solange wir noch so eine schöne Thrust Rate Ratio haben wie gerade, mit 1,4 jetzt relativ exakt, kann man da noch einiges draus machen. Nehmen wir den Orbit mit. Ach, nehmen wir den Orbit mit. Mal aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Wir sind jetzt auf etwas über 40 Kilometer. Das ist auch okay. Gut. Sieht doch bisher gar nicht so schlecht aus. Wir schieben uns langsam in Richtung sinnvolle Apoapsis hoch. Fuel ist auch noch ein bisschen was drin. Lange wird es nicht mehr halten, aber den Rest macht dann die Stufe hier. Das ist auch okay. Und nächste Stage. Los geht's. Sehr gut. Das läuft doch eigentlich wie am Schnürchen gerade. Fast ein bisschen zu gut. Ein bisschen zu gut. Ja, irgendwas ist da geflogen. Ich weiß es auch nicht. Wir können mal nachgucken, was uns da gerade überholt hat. Da hat uns überholt... Ich weiß es nicht. Das da? Nee. Das könnte es gewesen sein. Tourist One Debris. Das tritt da gerade wieder in die Atmosphäre ein. So, und jetzt nehme ich mal ein bisschen Schwung raus, weil wir haben die 70 Kilometer geschafft. Das heißt, wir können jetzt so nach und nach weiter beschleunigen und mach mal die Antenne auf. Damit wir eine gute Funkverbindung bekommen. Strom sieht gut aus. Und wir schleichen uns langsam aber sicher in den Orbit hoch. Gut, dann haben wir in der Stufe jetzt noch... Ja, wird wahrscheinlich nicht ganz für den Transfer zum Mond reichen, aber einen Großteil davon machen können. Dann hat es den großen Vorteil, dass die Stufe eigentlich ja für den Transfer da war. Das heißt, wir haben dann noch eine gute Reserve nach dem Einbremsen in Orbit, um die Landung zu beginnen und können dann mit den 900 Delta V hoffentlich relativ exakt landen. Das Reaction Wheel ist ja diesmal oben dran. Das war jetzt eine kleine Korrektur zur vorherigen Rakete. Dass wir diesmal die Kontrolle hoffentlich bis zum Ende haben. Und nicht erst im letzten Moment dann noch dieses Getaumel reinbekommen, wie wir es eben hatten bei der Landung. Gut. Wir kommen der Apoapsis langsam näher.
Was ist mit dem Müll? So, Müll gehört halt dazu. Das ist ja völlig harmlos. Habt ihr euch das mal bei Hardcore Kerbal angeguckt? Hardcore Kerbal ist voll. Das hier ist... die drei Stücken Weltraumschrott. Das zählt gar nicht. Das zählt überhaupt nicht. Das ist alles total entspannt noch. So. Ich merke, wie warm das ist. Das Bier ist mittlerweile schon alle. Oder ich entwickle mich einfach langsam zum Kerbal-Alkoholiker. So, bei 20 Sekunden werde ich mal das Triebwerk aufreißen. So langsam. Ja, das sieht aber gut aus. Ich kann es jetzt vor mir halten, die Apoapsis. Mit Vollschub, also können wir es noch mal ein bisschen rausnehmen. So, jetzt kommen hier die letzten paar Meterchens. Sehr schön. Ein Kerboholiker, genau. Prost. Frisch gepresster Kerbelsaft gibt uns Astronautenkraft. So, jetzt sind wir gleich im Orbit angekommen. Dann gibt es hoffentlich einen kleinen Payback vom Massive Scale Launch. Also auf die 40.000 spekuliere ich zumindest. Die sollten drin gewesen sein. Spannung. Trommelwirbel. Und es sind 40.000. Gut geraten. Sehr schön. Okay. Das reicht. Wir haben jetzt noch 680 Delta V, um den Transfer zu starten. Dann brauchen wir nochmal so um und bei 250 bis 300, je nachdem wie der Anflug auf den Mond jetzt klappt. Aus dem anderen Triebwerk. Wir stehen also mit den 2900 Delta V, die wir jetzt noch haben, als Budget ziemlich gut da. Dass wir das schaffen sollten. Also zumindest wird es nicht am Treibstoff scheitern, sagen wir es mal so. Wo ist denn jetzt hier? Das, ich mache mal kurz Debris aus, das verwirrt mich sonst so. Gut, auf zum Moon. Ja. Das reicht. Und das Schöne ist, die Rakete dreht sogar noch relativ gut mit dem Dings. Jetzt schauen wir mal, ob... ja, Licht sieht auch nicht schlecht aus. Fast ein bisschen viel des Guten. Gut, 1 Minute 30 sagt der Burntime. Wir haben noch eine Minute 6 in der jetzigen Stufe drin. Die andere Stufe wird ein bisschen länger brennen müssen dann nochmal als die fehlenden 24, 25 Sekunden, weil das Triebwerk nicht ganz so stark ist. Aber dafür ein bisschen effizienter. Aber es sieht gut aus. So, in 18 Minuten ist unser Burn. Das heißt, ich hau jetzt mal den Zeitraffer rein. Das will sich sicherlich keiner im Detail jetzt angucken. Ist ja immer wieder schön, Kerbin zu sehen. Aber wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht, deshalb erspare ich euch das mal. Ja, und ob das Licht dann wirklich reicht, werden wir bei der Landung sehen, denke ich mal. In letzter Instanz. Da hat es ja dann einen großen Auftritt. Ja, ein bisschen noch. So. Korrigieren wir hier noch die letzten paar Kursgrade, die jetzt fehlen. Ja. Dann sind wir auch richtig gut auf dem richtigen Zeitpunkt angekommen. Und ich mache da mal das Triebwerk an, würde ich sagen. Los geht's mit dem zweiten Teil für die Moonbasis 2.0. Aber jetzt kommt dann tatsächlich, ich glaube, wenn wir das Teil gebaut haben, müssen wir mal gucken, was die Forschungspunkte sagen. Weil mir fallen jetzt ganz akut eigentlich so zwei, drei Sachen ein, die wir unbedingt mal machen müssen. Also das Erste, was mir fehlt, ist, damit ich da oben wirklich... Ackerbau betreiben kann und mir den Fertilizer selber herstelle, muss ich einen Bohrer haben, mit dem ich das abbauen kann. Habe ich bisher noch nicht. Und wir brauchen unbedingt dann mal bessere Habitation-Dinger in irgendeiner Form. Also diese größeren oder diese echten Koloniemodule, die fehlen im Moment halt auch noch. Also Abbauzeugs wird wichtig, Koloniemodule, diese Schläuche, um das zu verbinden, das wird alles ganz interessant. Da mal Teile frei zu beschalten. Das heißt, wir müssen uns jetzt vielleicht mal wirklich auch wieder eine Mission ausdenken, mit der wir
ordentlich Science-Punkte reinholen, und zwar in akzeptabler Zeit. Da können wir mal gucken, was auf Minmus oder so noch zu holen ist. So, wir haben Burnout von dieser Stage oder Main Engine Cut-Off, wie man es nennen möchte. Und jetzt nochmal 30 Sekunden Burn auf der nächsten Stage. Die hat 1300 Delta V, davon haben wir jetzt nochmal 150 um und bei raus. Insgesamt, ja, das sieht ganz gut aus, dass wir da locker flockig unsere Bremsung am Mond hinlegen können und uns dann gut manövrieren auf die Stelle, wo wir eigentlich landen wollen. Ich bin zuversichtlich, dass es heute keine Bruchlandung wird und ich mit ruhigem Gewissen in den Urlaub fahren kann, dass ich euch nicht auf einem riesen einem riesen Cliffhanger hab sitzen lassen und ihr euch die Nägel wegkaut in der Woche, während ich ganz entspannt ein paar Elche beobachte. So. Genau, Science. Wir brauchen unbedingt Science. Science in Massen eigentlich, weil da ist noch so viel am Tech-Tree zu tun. Wir haben uns jetzt doch ziemlich gut, also heißt ja auch Hardcore Colonization, von daher ist es völlig okay, sich jetzt ein bisschen mit dem Basiskrams zu beschäftigen. Und mal an der Moonbase zu tüfteln. Aber damit die halt entsprechend technologisch auch was wird, brauchen wir einfach Wissenschaftspunkte. Und ja, Minmus und oder Moon, weil es halt einfach eine sichere, einfache Bank ist. Ne? Also es dauert nicht lange, nach Minmus zu fliegen. Auf Minmus zu landen ist, gelinde gesagt, Kinderkacke. Es ist halt einfacher, als auf dem Moon zu landen. Und wir müssen mal gucken, was da halt noch zu holen ist für uns. Und wir können natürlich auch mal die Raumstationen noch abgrabbeln. Denn die Raumstationen haben ja ihre Labore laufen jetzt seit ein paar Tagen. Also wenn wir die Landung durch haben, könnten wir auch mal gucken, was in den Laboren schon drin ist. Ich glaube, wir hatten die Kerbin Space Station und die Moon Space Station ausgestattet. Und wir können natürlich mal gucken, was die Verträge so hergeben. Da haben wir auch ein paar frei. Ich glaube, wir haben jetzt noch 4 Stück laufen oder so. Einer davon ist ja unsere Space Academy. Nicht zu verwechseln mit der Police Academy. Weniger lustige Geräusche. Haha. Ich weiß, der war nicht ganz so gut, aber Academy hat sich einfach so angeboten. Oder es ist ja eigentlich Space Camp, heißt es ja, ne? Ah, habe ich sogar noch falsch gesagt. So. Ist immer noch im Dunkeln, der Mist. Aber nicht mehr. Ah, doch, ist jetzt exakt auf der dunklen Seite der Macht. Gitti git. Na gut, das dreht sich ja noch ein bisschen weiter, während ich hier unterwegs bin, aber ich glaube, es braucht 6 Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Also eine komplette Drehung des Mondes. Also wahrscheinlich 3. Winterurlaub im Sommer. Ja, der war auf einem ähnlichen Niveau unterwegs wie meiner gerade. Naja, und ich glaube, alles kriegen wir mit Moon und Minmus auf keinen Fall freigeschaltet, weil es ist halt kein Vanilla-Tech-Tree und da sind viele, viele sehr teure Nodes nach hinten raus, die wir uns freischalten müssen. Aber zumindest mal das, was uns die grundlegenden Technologien gibt, damit wir es überhaupt mit vernünftiger Habitation bis nach Duna schaffen, ohne unterwegs zu sterben, das wäre schon mal ganz hilfreich. Weil im Moment hätte ich, also unbemannt nach Duna, das wird glaube ich auch unser erster Anlauf werden jetzt, in, ich weiß gar nicht, 100 und ein bisschen Tagen, 166 Tagen, haben wir ein Startfenster nach Duna. Da können wir mal den ersten Satelliten vorausschicken. Aber bemannt hätte ich momentan noch echt Sorgen, weil das ist halt schon eine Reise von mit Startfenster und allem drum und dran, 3 Jahren oder so. Und dafür haben wir schlicht und ergreifend noch keine vernünftige Technologie, um ein Kerbal so lange, also ja, geht schon, aber wird halt riesengroß, das Raumschiff, bespaßt zu halten. Oder man baut halt ein riesen Raumschiff und schickt nur einen Kerbal. Das geht natürlich. Das sind so die Varianten, die wir momentan haben. Und da hoffe ich ehrlich gesagt auf noch ein bisschen bessere Module, wenn wir forschungstechnisch ein bisschen vorwärts kommen noch. Das ist meine Hoffnung. So, jetzt aber zum Thema Hoffnung. Erstmal hoffe ich, dass ich jetzt das Ding hier sauber gelandet bekomme. Und dafür müssen wir als allererstes mal in den Orbit. Und jetzt gucken wir mal. Nur 6 Stunden bis zum Mond. Ja. Ja, das stimmt schon. 6 Stunden ist nicht so lange in Kerbal-Zeit. Punktuelle Landung mit Licht. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
wie gut das dann wird. Auf jeden Fall fahre ich diesmal unseren Engine mal vorher aus, bevor wir den nachher zünden, in seinem Gehäuse drin. Gott sei Dank ist das nicht schief gegangen. Das hätte auch überhitzen können. Das hätte auch überhitzen können. Also der Skycrane war im letzten Anflug. Wenn das einer packt, dann Winter. Ich weiß nicht, wie lange ihr diese Serien immer schon guckt. Ich frage mich, wo ihr diese Zuversicht hernehmt und dieses Gottvertrauen in meine Flugfähigkeiten. Weil ich habe euch ja jetzt schon oft genug bewiesen, dass das nicht immer der Fall ist. Aber es freut mich, dass ihr das immer noch so entspannt seht. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Überflug an. Der sieht aber gar nicht schlecht aus. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Wir wollen nämlich nicht bei der Moonbase Bravo landen. Wir wollen tatsächlich beim Moonbase Bravo Stromdebris landen. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ach so, das nächste. Das verwirrt. Es hat mich letztes Mal verwirrt, als es passiert ist. Es hat mich diesmal wieder verwirrt. Auf unserer Minmus Bodenforschungsstation ist scheinbar das nächste Experiment fertig geworden. Das dauert echt noch eine Weile, ne? Na komm, wir machen jetzt noch einen Überflug. Ich ziehe den Orbit jetzt ein bisschen runter und werde im nächsten Überflug gucken, dass wir jetzt einen relativ senkrechten Approach wählen. Die Delta V dafür müssten wir haben, dass wir das machen können. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir wollen ein wenig bremsen. Gerne auch auf so 70 Kilometer oder 60. Und wir wollen ein wenig nach oben, so wie es aussieht. Ne, scheinbar wollen wir nach unten. So. Um da so nah wie möglich ranzukommen. Gut, das ist nicht ganz so schlimm. Das sind 24 Delta V. Das können wir mal eben machen. Gut, jetzt wird's spannend, weil jetzt kommt dann natürlich das. Wir versuchen uns so fatal nah wie möglich an das Ding ran zu manövrieren. Manöver gleich. So. Ich hoffe, das passt halbwegs. Ja. Gut, jetzt ich rotiere erstmal ein bisschen rum, damit wir zeitlich näher rankommen. Und dann können wir mal. Ach Gott, diese ganze Debris verwirrt mich. So, wir wollen da so nah wie möglich ran. Da kommt unser Fliegding. So, jetzt nehmen wir mal den Zeitraffer raus und machen in ein paar Minuten ein kleines Manöver dafür. Und zwar gehen wir ein bisschen hoch und bremsen dann ziemlich, ziemlich hart. Ja, ist fast ein bisschen zu hoch. Bisschen runter. Sieht aber insgesamt alles noch ganz kuschelig aus von den Delta V. So. Yin, ich sag's nur ungern, aber ja, ein bisschen weniger hätte es wahrscheinlich auch getan. Aber dann wäre wieder irgendwas Dummes passiert. Garantiert wäre wieder irgendwas Dummes passiert. Ich fahre die Dinger schon mal aus für die Landung nachher. Gut, dann können wir hier Lights on machen. Für den Part. Muss ich nicht etwas vorhalten? Ja, ein kleines Stück Vorhalte ist drin. Hier hinten lande ich. Da ist das Ding. Also, ja, ein bisschen vorhalten muss man und das ist schon mit drin. Bisschen halt. Was soll der Geiz? Ja genau, was soll der Geiz? Das ist eine gute Ansage. Wahrscheinlich wird es mich später irgendwann mal ärgern, aber Geld ist hier ja nicht ganz so das Riesenproblem. Bei Hardcore Kerbal hätte uns das mehr wehgetan. Gut, jetzt schauen wir mal, ob dieser etwas brutalere Abstieg funktioniert oder eben auch nicht. Wir haben noch ein kleines Stück bis zum Manöver.
Und ich würde sagen, das fliegen wir jetzt mal und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Oh, da hinten geht Kerbin langsam auf. Schöner wäre es, wenn es die Sonne wäre, aber man kann halt nicht alles haben. Der Akku ist auch gut geladen. Das heißt, alles in allem sind wir eigentlich einsatzbereit. Um eine vernünftige Landung hinzulegen. Das heißt, ich habe relativ wenig Ausreden. Wenn es schief läuft, wird es wahrscheinlich an mir gelegen haben. Gut, Konstruktionsfehler hätten auch an mir gelegen. Also von daher... Nun ja. Nun ja. So, insgesamt noch 1480 Delta V. Das reicht auf jeden Fall für eine Menge Spielraum. So, ich lasse jetzt noch ein bisschen länger tatsächlich. Das reicht von der Rotation her. Wie lange brauchen wir bis da runter? 5 Minuten. Müssen wir mal gucken, sonst müssen wir es ein bisschen ausgleichen. Gut. Gut, gut. Let's start the Landung. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir brauchen 450 Delta V für einen Suicide Burn, sagt er. Wir haben in der Stage noch 500 irgendwas drin. Das heißt, wir können tatsächlich vielleicht schon mal anfangen, ein bisschen langsamer zu werden. Damit es nachher nicht ganz so peinlich wird. So, mal gucken, wie das passt. Ah, wir können noch ein bisschen weiter rüber erstmal. So. Ja, ja, punktgenaue Landung. Ich und die punktgenaue Landung. Also meine letzte punktgenaue Landung war auf Duna in Hardcore Kerbal. Die war 3,4 Kilometer punktgenau. Mal gucken, ob wir das besser hinbekommen. Aber vielleicht habe ich ja sogar noch genug Sprit, um ein bisschen was zu korrigieren danach. Wir werden es sehen. So. Es wird, es wird. Gut. Gut, gut, gut. Wir sinken mit 25 Meter pro Sekunde im Moment. Wir haben noch eine seitliche Bewegung von 126 Meter pro Sekunde. Wir haben noch 350 Delta V im Tank, bevor wir auf den Skycrane umsteigen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir da Thrust Weight Ratio technisch, glaube ich, ein ganzes Stück zurückfallen werden. Schauen wir mal. Und nein, es ist nicht nur Hauptsache unten ankommen. Ich möchte schon auch gerne nah dran unten ankommen. Das wäre mir schon irgendwie ein Anliegen. Das mir sehr helfen würde. So, ich gebe jetzt nochmal ein bisschen Schub, um den Dings umzustellen. Also um hier noch ein bisschen drüber zu schießen. Weil auf jeden Fall war das die gute Seite des Kraters, wenn ich mich recht entsinne. Weil das stand ja an so einem Kraterrand. Hier muss irgendwo ein Krater sein. Genau, hier sieht man den, glaube ich, noch so ein bisschen. Und ich will hier ein bisschen overshooten. Ich würde gerne auf jeden Fall auf dieser Seite von der Basis gerne initial runterkommen, weil die andere Seite von der Basis ist einfach ein Abgrund. Das ist kein guter Parkplatz. Das ist wirklich kein guter Parkplatz. So, wir haben noch... Ach, 49 Kilometer Höhe. Das ist auch alles noch ganz entspannt im Moment. Ungefähr... Ja. Nee, nicht. Nicht Target. Ich wollte meinen Kurs haben. Oh, komm schon. Oh, 3-4 Minuten noch.
bis zum Einschlag. 54 Kilometer Entfernung, langsam sinkend. Es sieht so schlecht nicht aus. Wir haben die auch fast beisammen, was auch immer das bedeutet. Joa. Ja, und es ist so ein bisschen, ob man sowas mit Mechchap macht oder nicht macht. Also ich gebe das auch zu, ich habe in meinem ersten Jahr Kerbal Space Program auch irgendwann mal gesagt, so, ach, das mache ich jetzt alles mit Mechchap. Das ist mir zu doof, das tausendmal zu machen. Irgendwann habe ich Mechchap dann gegen Kerbal Engineer ausgetauscht und habe gesagt, ich mache sowas lieber selber, weil halt immer auch mal wieder spannende Sachen mit dabei sind. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Und auf jeden Fall an The Joker. Herzlich willkommen als Kerbonaut. Viel Spaß, bist genau richtig eingestiegen. Jetzt kommt hier der spannende Teil mit der Mondlandung. Der spannende Teil. So, ich nehme mal ein bisschen Fallgeschwindigkeit, glaube ich, raus. Und auch ein bisschen seitliche Geschwindigkeit in der Hoffnung, dass es irgendwo in der Nähe bleibt. Und wenn ich ganz so schnell runterkomme, dann habe ich nicht ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Also ja, ich weiß, wir sind noch relativ hoch, aber ich muss diesen Tank hier eh leer machen. Also von daher. Und dann habe ich nochmal 911 oder sowas Delta V im Skycrane drin. Genau, was der Thorsten sagt, Hauptsache man hat Spaß, egal ob mit Mechchap oder ohne oder mit Mods oder ohne oder mit 1000 Mods oder nur mit 10. Am Ende des Tages ist das euer Spiel und ihr macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Da sollte man sich auch von keinem reinquatschen lassen, was die einzig richtige Art ist, Kerbal Space Program zu spielen, weil ich denke, es gibt für jeden seine richtige Art, Kerbal Space Program zu spielen oder nicht zu spielen. Die muss man halt für sich selber finden. Das ist wie mit Musik, kann man sich ganz vortrefflich drüber streiten. Und am Ende haben eigentlich alle recht. So, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Ich versuche jetzt mal so einen Kompromiss zu machen. Mit leicht in die Richtung bremsen, leicht in die Richtung bremsen. Und von beiden ein bisschen was abtragen. In der Hoffnung, dass wir dann so einen schönen Segelflug über den Kraterrand schaffen. Einfach um die Geschwindigkeit relativ gering zu halten, in der wir sinken, damit ich nachher mit dem Skycrane nicht sofort in Suicide Burn übergehen muss, sondern Zeit habe, einfach das Ding auszutarieren und mir eine Stelle zu suchen. Das heißt, das ist jetzt gerade natürlich ein bisschen spritineffizient, so zeitig so viel zu bremsen, weil das die Schwerkraft ja auch wiederholen wird. Ich bin fast am Überlegen, ob ich den Schub nochmal nutze, um ein bisschen darüber zu gehen. Bisschen mehr Seitenbewegung reinzuziehen. Ja, obwohl, wir kommen gut oben drüber. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir uns jetzt mal ein bisschen durchsacken. Ich meine, wir sind auf 28 Kilometer Höhe. Dann kann ich den letzten Schwung nochmal nutzen. Um zu bremsen. Und dann geht's rüber auf den Skycrane. Für die letzten paar hundert Delta V. Er sagt jetzt, wir haben noch 300 und ein bisschen Delta V, die wir für den Suicide Burn bräuchten. Wir werden natürlich keinen Suicide Burn fliegen. Heißt aber, wenn wir nicht allzu unsauber fliegen, haben wir dann noch ungefähr 600 Delta V Reserve übrig, um kleinere Manöver zu fliegen oder zu korrigieren. Und ich würde auch sagen, jetzt ist erstmal, erste Instanz ist jetzt erstmal so nah wie möglich und nicht im Krater an der Basis zu landen. Im Idealfall relativ spritsparend. Und wenn das dann gut geklappt hat, dann können wir immer noch mal starten und einen Hüpfer näher ran machen. Mit 600 Delta V kann man auf dem Mond relativ viel anstellen. Also niemand hält uns auf, das dann zu tun. Da hinten glitzert übrigens Kerbin vor sich hin, so halb am Aufgehen und jetzt langsam wieder am Untergehen, weil wir nach unten fallen. So, und ich würde sagen, ich bremse jetzt noch mal die Fallgeschwindigkeit ein bisschen raus. Mit den letzten 40 Delta V, damit ich dann auf den Skycrane gehen kann. Damit ich vernünftige Zahlen habe.
was hier geht und nicht geht. So. Okay, 2,53 Delta V sieht gar nicht übel aus. Okay, wir sind fast drüber. Das heißt, ich kann jetzt auch mal langsam ein bisschen von der seitlichen Geschwindigkeit noch rausnehmen. Aber vor allen Dingen, ja, ich mache mal gar nicht so viel. Vor allen Dingen will ich bremsen, glaube ich, schon mal ein bisschen. Wir haben doch noch ganz gut Zunder drauf mit 120 Meter absteigend pro Sekunde. Das kann man schon mal noch ein bisschen. Nee, wartet, ich muss hier rüber lenken. Ein bisschen korrigieren auch währenddessen schon mal, dass wir näher an die Basis kommen. Weil wenn das Triebwerk eh schon brennt, können wir das ja gleich mitmachen. So, nebenbei ein bisschen aufpassen, dass wir nicht den Punkt überschreiten, wo Suicide Burn kommt. So. Ja, kommen wir jetzt schon sauber? Ein bisschen noch, ne? Ein bisschen noch. So, ich glaube, jetzt kommen wir ganz schön rein. So, und jetzt können wir eigentlich langsam mal eine Bremsung draus machen. Weil wir ab jetzt wahrscheinlich eh schon, wir sind schon drüber, denke ich mal. Das heißt, wir können jetzt sogar ziemlich hart bremsen, was das angeht. So. Gut. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, ob wir in einem 5-Kilometer-Radius sogar bleiben können. So. Dass die Startleute nicht betroffen sind, das musst du einschalten, dass Veteranen-Kerbals nicht betroffen sind. Bei USI Life Support. Das ist nicht automatisch der Fall. Ah ja, also das innerhalb des 5-Kilometer-Radius, das klappt doch schon mal ganz gut. Jetzt können wir natürlich nochmal gucken. Ah, falsche Richtung. Völlig falsche Richtung. Lass das hier ein bisschen korrigieren, um rüberzukommen in die Nähe. Wenn wir die Zeit schon mal haben. Zack. So, jetzt machen wir einen vernünftigen Abstieg draus ab jetzt. So, wir sind noch relativ hoch. Das heißt, ich nehme hier mal ein bisschen Speed noch raus. Ah, jetzt wird es aber gleich wieder Suicide Burnig. Mal gucken. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht. Ich weiß aber nicht, warum er... Achso, er sagt uns, dass Suicide Burn so bald ist, weil wir fast unten sind. Ha! Das erklärt natürlich so einiges. Jetzt verstehe ich das. Ich wundere mich gerade, warum er sagt, dass so bald Suicide Burn Distanz erreicht ist. Aber die ist einfach bald erreicht, weil wir bald unten sind. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Alles gar nicht schlecht. Unter einem Kilometer wahrscheinlich, ne? Mit ein bisschen Glück. Okay, 270 Meter noch. Da kommt Licht, glaube ich, auch gerade langsam am Boden an. Ist doch gar nicht so schlecht. Okay, 300 und ein bisschen Delta V haben wir gerade noch. Schön langsam.
Schön langsam. Voilà, da stehen wir. Gut, angekommen. Jetzt ist die Frage, machen wir den Hüpfer nochmal oder machen wir ihn nicht? Das ist die große Frage. Wir stehen jetzt etwas südlich, südöstlich der Einheit. Wir könnten das nochmal ein bisschen verkürzen, indem wir wahrscheinlich so in nordwestliche Richtung starten. Ich würde sagen, wir nutzen das nochmal, den Sprit, den wir noch haben, um da noch näher ranzukommen. So, es müsste ungefähr so sein. Machen wir noch ein bisschen rüber. Sehr schön. Okay. Okay. Und dringend in die andere Richtung drehen. Mal gucken, ob der Hüpfer reicht. So, jetzt muss man ein bisschen spielen. Einfach mal. Irgendwo die Balance finden zwischen nicht draufgehen und eine Landung schaffen. Aber das war es noch nicht ganz, aber wir sind der Sache näher gekommen. Ich hoffe, das reicht für eine Landung. Noch der Sprint. Der könnte gar nicht schlecht sein. Ich glaube, der ist sogar richtig gut. Muss nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell reinkommen. Stabil bleiben. Stabil bleiben. Komm. Komm, halt dich. Aus. Komm, bleib stehen. 75 Meter. Oh, Mann, 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 Mann. Habe ich aber auch kleine Schweißperlen gerade auf der Stirn. Oi, 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 oi. So. Ah, wir rutschen, ne? Ist nicht gut. Mal jetzt erstmal den Ground Taffer an. Ah, gehe ich das Risiko wirklich ein, den Sprung noch zu machen? Weil das kann auch fürchterlich in die Hose gehen, ne? Welche Richtung ist denn das? Wahrscheinlich stehe ich... Also ich bin hier, der Kraterrand ist da hinten. Ich muss wahrscheinlich den Sprung relativ exakt in westliche Richtung machen. Sprung in westliche Richtung. Also ungefähr 270 Grad. Dann drückt mal die Daumen, dass das nochmal klappt. Oh wei. Diese kurzen Sprünge sind echt super gefährlich, ne? 52 Meter. Okay, wir müssen irgendwie in die Richtung grob steuern. Das ist ganz schön knapp. Können wir uns darauf einigen, dass 20 Meter echt okay sind? Okay, jetzt machen wir noch das mit den letzten Delta V, genau das Manöver, was ich machen wollte, nämlich um zu gucken, dass ich das hier drehen kann. Wartet mal. So. Da
dass der Anschluss in die richtige Richtung zeigt und aus. So, ich würde sagen, hier verankern wir das Ding mal. Puh, 21,8 Meter und die Seite, die wir verbinden wollen, guckt natürlich in die andere Richtung. Wartet mal, ich muss den Ground Taffer nochmal aufheben, ich habe es in die falsche Richtung gedreht. Das ist aber jetzt, glaube ich, ein bisschen unkritischer. So. Die Seite, die verankert werden soll, guckt in Richtung von der Seite, wo wir es verankern können. So, genau, weil das hier soll ja mein Verbindungsstück werden. So, damit haben wir die Möglichkeit, eine Verbindung zu schaffen. Und ich überlege gerade, nee, den lassen wir noch hier. Da ist ja jetzt unser aufblasbares Zeug drin. Aufblasen kann ich es aber nicht, weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich braucht man da einen Körbel für. Vermute ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Okay, cool, dann haben wir das. Wir können hier auch dann später noch Warnbeleuchtung machen, während eine Landung stattfindet. Ist also alles super. Wir haben ein bisschen grundlegend Licht da. Ja, lief doch, oder? Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Den Anker habe ich ausgeworfen eigentlich. Ground Taffer released, Ground Taffer attached. Ja, ist verankert. Sieht also gut aus und wir können zurück zum Space Center. Und von da springen wir jetzt mal kurz über die Raumstationen und nutzen die Zeit, bevor wir uns Missionen angucken und dann für heute wahrscheinlich auch so langsam dem Ende entgegenkommen. Gucken uns mal an, wie viel Science unsere Stationen so erarbeitet haben. Wir fangen mal an bei der Kerbin Space Station. Die ist nämlich schon am längsten oben und müsste theoretisch am meisten Science haben, sagt die Theorie. Kerbin Space Station. Aber kann auch sein, dass ich die schon mal gemolken habe. Also von daher auch möglich, dass sie gar nicht so viel Science hat. Ach, wartet mal, habe ich die evakuiert? Nee, ne? Die ist nicht evakuiert. Die ist noch voll. Ja, so. Und ach nee, die hatte nur so einen Stromausfall mal gehabt. Genau. Ich hoffe, ich habe das Lab auch wieder eingeschaltet danach. Naja, zumindest läuft es. Aber es sind nur 50 Science bisher. Ist aber erstmal besser als nix. Die übertragen wir schon mal. So. Sehr schön, dann haben wir schon mal 50 Science, haben oder nicht haben. Und dann haben wir am Mond auch noch eine Raumstation. Wo ist sie? Da ist sie. Switch to Raumstation Moon Space Station. Und gucken mal, was da so bisher gegangen ist. Da dürfte aber noch nicht mal die 50 drin sein, weil die Jungs sind echt noch nicht so lange da. Und ich glaube auch nicht, dass da 700 Data drin sind. Hui. Aber ansonsten sieht es ja auch ganz nett aus, ne? Kann man schon mal machen. Naja, 3 Science-Punkte, immerhin. Gut. Der Wille zählt, sage ich mal. Der Wille zählt. Okay, gut, damit haben wir ein paar Science-Punkte. Da können wir jetzt mal gucken, was wir damit anstellen können. Wahrscheinlich nicht so besonders viel. Ist aber nur so eine Vermutung. Mal schauen. Mal schauen. So, 90 Punkte gibt es dafür. Was? Was ist die nächste Kategorie? 160. Wir könnten uns was aus der 160-Punkte-Kategorie holen. Da gibt es aber gar nicht so viel Interessantes. Das scheint auch ein totes Ende hier zu sein, die kleinen Antriebe. Wobei die gar nicht schlecht sind für so Landungen. Hm. Ich glaube, der eigentlich interessante Kram versteckt sich halt leider da unten. Drin. Und kostet ein Tausi. Guck mal, hier kommen nämlich so langsam die coolen Sachen. So. Duna-Agrikulturmodul, bla 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 bla. Und wahrscheinlich auch interessant natürlich der Nuklearpart, weil dahinter garantiert irgendwo die Reaktoren kommen. Das ist aber alles echt teurer Kram. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, ich lasse die Finger von allem. Also ich kaufe jetzt erstmal nichts. Und wir gucken mal, wie wir Science ranbekommen. Wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen. Vielleicht gibt es ein paar schöne Missionen, die man machen kann.
Base Population. Gut, das bringt. Our engineers are happy to complete Moonbase Bravo Wohneinheit, but things that some Kerbals down there will be good. Ah ja, wir möchten gerne ein paar Kerbals zur Moonbase Bravo Wohneinheit bringen. Sind wir da auch dafür? Prinzipiell ja. Ja, Mining kommt auch noch mit dazu. Das ist aber auf der mittleren Schiene. Also ist alles teuer. Long Stimmen muss sein. Spaces. Das bringt uns aber alles keine Science, ne? Aber Science Data vom Space Around Minmus. Das gibt erstmal hier raus schon Science. Und es macht Sinn hinzufliegen, weil Minmus wahrscheinlich. Jetzt lass uns mal was gucken. Nukular. Habe ich Nuklear gesagt? Das war natürlich ein Sprachfehler meinerseits. Was können wir denn noch tun? All Unlocked Experiments. Available in this vessel. Unlocked Experiments. Genau. So, jetzt packen wir hier mal Minmus rein. Um mal zu gucken, was da noch zu haben ist. Golf Scorecard while landed at Minmus Slopes. Okay. Golf Scorecard. Wartet mal. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass dieser Golfschläger ein Science-Experiment beinhaltet, oder? Ich habe den immer für albern gehalten. Es gibt ja so einen Eva-Goldschläger. Golf-Goldschläger. Golfschläger. Nein. Guck mal, der hat. Vielen Dank, Schleams, fürs Follow. Da ist ein Science-Experiment drin. In dem Golfschläger ist ein Science-Experiment. Warum sagt das keiner? Okay, also wir könnten noch Golf spielen auf Minmus. Das wäre natürlich auch sehr, sehr witzig. Einen Golfausflug nach Minmus zu machen. Wir können noch Multispektralanalysen machen. Magnetometer-Scans in den Highlands, Midlands. Okay, wir waren echt bei vielen Sachen noch nicht, ne? Orbital Telescope, Iridian Scans. Okay, lasst uns eine Minmus-Mission machen. Space Near, überall, Multispektralanalyse bis zum geht nicht mehr. Lasst uns eine Minmus-Mission machen, die so richtig, richtig mit Science vollgepackt ist. Und die bringen wir dann auch nicht in die Labore, sondern wir feiern die Science einfach mal durch und bringen die zurück. Also das volle Programm. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was es Minmus-artiges gibt. Und da wäre halt Science Data vom Space Around Minmus schon mal sehr hilfreich. Zack. Oh, guck mal, da wollen schon Touristen in unsere Moonbase Bravo Wohneinheit rein. Nicht schlecht. Die sind ziemlich schnell. Flyby of Minmus with one tourist. Wir könnten noch einen Touristen mitnehmen, einfach nur um das zu finanzieren. Das wäre auch ganz witzig, glaube ich. Irgendwelche Einwände eurerseits? Ich lasse euch ein bisschen Zeit zum Antworten gegen einen Touristen, den wir im Flyby mitnehmen. Der könnte oben im Orbit-Modul ja warten. Wir könnten das ja. Wir haben ja, glaube ich, noch eine Rakete, die das. Hatten wir nicht noch eine Rakete, mit der wir Apollo-Style auf Minmus unterwegs waren? Die könnten wir recyceln. Zum Bleistift. Einfach nochmal mit der fliegen. Gut, dann nehmen wir einen Minmus-Touristen mit, wenn von euch keine Gegenwehr kommt. Und ich sehe bisher nur Zustimmung. Und wir hätten theoretisch, aber dann geht uns langsam der Platz wahrscheinlich in der Rakete aus. Wir könnten noch jemanden mitbringen aus dem Minmus-Orbit, aber ich befürchte, wir haben dann nicht genug Platz. Weil wir werden wahrscheinlich. Na gut, wir könnten das alles mit einem Piloten machen, aber es wäre irgendwie doof. Ein Science Rover. Was haltet ihr davon, wenn wir statt einem Science Rover uns ein monopropellant betriebenes kleines Hover-Ding bauen, mit dem wir rumfliegen können? Das wäre, glaube ich, noch viel lustiger. Mal gucken. Okay, also irgendwas zum Rumfahren auf Minmus. Habe ich verstanden. Gut, kriegen wir alles irgendwie hin. So, wir haben noch einen Vertrag frei. Orbital Survey of Minmus. Guck mal. Return or transmit 3 Experimente von den folgenden. Reckon Scan Data from Low Orbit Above. Zig In Scan. Mystery Goo Observation Data. Iridian Scan. Ich glaube, das nehmen wir auch noch mit, oder? Dann haben wir hier auch noch mal. Guck mal, die geben auch immer noch mal schön Zusatzpunkte.
Jo, dann haben wir nämlich unsere 7 Verträge vollgepackt bis zum Rand. Und dann können wir uns jetzt gleich mal kurz angucken, wie unsere Minmus Apollo-Rakete aussah. Und ob man da so ein Gefährt ranknacken kann noch. Dann ist das nämlich schon mal vorbereitet fürs nächste Mal. Und wir können direkt starten. Irgendwas mit Minmus habe ich garantiert dran geschrieben. Minmus Länder könnte es vielleicht heißen. Und ganz vielleicht ist es das sogar. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch die richtigen Experimente ranbauen. Für all das, was noch zu tun ist. Sehr schön. So, Ach, das läuft ja auch noch, genau, 52 Tage noch. Da haben wir ja das andere Ding zurückgelassen. So, da hätten wir aber theoretisch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze, aber wir kommen nur mit 3 zurück. Ja, also können wir mit 2 Kerbals losfliegen. Nehmen wir einen Wissenschaftler und einen Piloten mit und den Dings. So, jetzt müssen wir mal gucken. SIGINT Scan Data. Was macht denn SIGINT? Scan. Weiß das jemand von euch? Ich weiß, ich habe das mal klug geschissen gegenüber Emojack. Hab's aber wieder vergessen. Was ist SIGINT Scan Data? Was macht das? Ich will nur sicherstellen, dass wir es alles dabei haben. Reckon Scan. Auf jeden Fall sollten wir gucken, dass wir... haben wir eine Experiment Storage hier noch dran? Ja, haben wir. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt können wir mal gucken, was hier alles verbaut ist. Wir haben Science Junior. Wir haben Plasma Too Hot. RWPS Antenna. Mystery Goo. Magnetometer Boom, eine Fuel Cell, ein Supply Bag für Essen, ist prinzipiell nicht schlecht. Laser Ablator. Das war einfach nur eine Science Bay, oder? Ich dachte, das war nur eine Science Bay. Na, schauen wir nicht. Okay. SIGINT ist die große Tube neben dem Surface Scan. Große Tube neben dem Surface Scan. Das da. Well. Stored under fairing. Ist es das da? Also wir müssen ja nicht alles davon machen. Wir müssen eins nach dem anderen. Also Iridians ist... Oh nein, ne? Bestimmt auch ein Riesenteil. Oh, das ist voll klein. Cool. Haben wir das noch dabei? Im Multispektral Imaging Plattform. Ne. Aber das ist schön klein. Das können wir hier noch ranbauen. Das ist ja... Ich versuch's mal auszuklappen gleich noch. Nicht panisch werden. Ich guck mir das einmal an, ob das nicht eine total dumme Idee ist. Oh, das ist aber putzig. Ja, es stimmt doch aber auch. Ich hab's ja klug geschissen, aber ich hab's vergessen. Ach, wenn Emojack doch jetzt nur da wäre. Okay, also das ist okay, das ist einfach. So, damit können wir den Iridian Scan, wenn das tatsächlich der Iridian Scan ist, ja schon mal machen. Nicht schlecht. So, was haben wir noch? Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ist anders heißt. Oh, SIGINT Signals Intelligence Satellite. Genau das war's. SIGINT Signal Intelligence, natürlich. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich klug geschissen habe. DM SIGINT, da ist es. Ich habe da so eine Befürchtung und die Befürchtung ist richtig. Das war diese unglaublich subtile Kiste. Ja. Shit. Echt nicht gut.
Wie wiegt das? Wahrscheinlich. Aber witzig viele Tonnen. Auch nur eine Tonne. Wollen wir da eine kleine Probe draus machen, die einfach deployed wird? Also was wir nämlich machen könnten, wäre einfach zu sagen, wir bauen da einen Klempotron drauf. So. Und dann bauen wir an das Klempotron einen Probe Core dran. So. Dann bauen wir über den Probe Core eine Batterie drüber. Nein, ich glaube, wir brauchen die etwas größere Batterie. Ich zeige euch das. Ich zeige euch das. Eine etwas größere Batterie drüber. Die bauen wir mehrmals oben drüber. Zack. Dann verschieben wir diese jene welche in den Dings rein, damit das ein bisschen ordentlich aussieht. Dann geben wir der ganzen Geschichte noch ein wenig Kontrolle. Dann setzen wir hierauf die völlig übertriebene Antenne und versorgen das ganze Ding dann noch mit einigen Solarpanelen. Und einer Antenne, um ihren Mist wegzuübertragen. So, zack. Und eine Antenne, um ihren Mist zu übertragen. Und dann können wir das Ding nämlich einfach, wenn wir im Low Orbit sind. Ja, ich brauche nur 3 von 4, aber gibt zusätzliche Science-Punkte. Und ich kann mir vorstellen, dass das Teil richtig gut Science-Punkte gibt. Ich habe es noch nie irgendwo hingeschleppt, aber es ist halt riesengroß. Von daher würde ich mal unterstellen, gibt gut Science-Punkte. So. Ja, wahrscheinlich sind sie problematisch. Wir gucken mal, wie das im Deploy-Dish-Modus aussieht. Nö. Ja. Nee. Fuck. Oh Gott. Ja, Retract-Dish. Läuft. Hashtag läuft. So, gestruttet. Genau, ist doch völlig logisch, Luca. Was Großes muss eine Menge Science geben. Ich verstehe immer diese. Ich nicht. Reckon-Scan. Verdammt, was macht Reckon-Scans? Reckon-Scope. Wahrscheinlich das Reckon-Scope. Können wir natürlich jetzt gleich mal die Spionage. Wie schlimm ist es hier? Das geht aber eigentlich, ne? Dann lasst uns doch. Okay. Reckon-Scan, Low Orbit. SIG in Scan Low Orbit. Das heißt, wir können mit dem ganzen Hobel in Low Orbit fliegen, machen das alles, holen uns die Science-Daten in unser Raumschiff rein, können das dann abkoppeln und das im Low Orbit zurücklassen für Dinge, wann auch immer wir mal wieder sowas machen wollen. Kann ja sein. Mystery Goo haben wir mit dabei. Iridian Scanner haben wir angebaut. Das heißt, wir können das Ding hier so richtig komplett durchfeiern und sind science-technisch vorbereitet. Und jetzt gucken wir mal. Haben wir mit 6240 bla Delta V? Ja, locker, oder? Ich meine, wir brauchen 4000 um und bei in Orbit. Wir brauchen einen knappen Tausi, um rüberzukommen. Sind wir bei 5 und dann nicht mehr so viel. Und das Zeug klinken wir ja aus und wollen das nicht auf Minmus landen. Das sieht okayisch aus. So. So, die Dinger hier haben jeweils 1000. Ja. So, und ihr verbraucht beim Senden, steht das irgendwo? Nope, richtig? Steht da nicht. Schade eigentlich. Na gut. Na gut. Gut, und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Golfschläger. Wartet mal, ich hatte hier irgendwo so einen kleinen Schrank rangebaut. Inventory. Genau, hier können wir mal die ganzen Surface Science Experimente rausräumen. Die brauchen wir diesmal nicht. Die laufen ja noch. Aber wir brauchen diesmal diesen ganz hervorragenden Golfschläger. Was kann man noch gebrauchen? Irgendjemand hatte was mit einer Pappbox gesagt. Aber die hat kein Science-Experiment, ne. Okay, Golfschläger, check. Ich
guck noch mal, ob noch irgendwas bei Science-Experimenten für Evas geeignet ist. Also außer jetzt natürlich die Boden-Science-Experimente, aber die kommen eher erst verzögert und da läuft noch was. Ein PC brauche ich. Was für ein PC brauche ich? PC. Welche Cardbox, Freunde? Diese Cardbox? Diese Cardbox ist ein Experiment, also steht aber nicht dran, dass sie ein Experiment ist. Ich kann sie ja gerne mal mitnehmen. Und was für ein PC? Den mit den Steckplätzen. Ihr meint hier diesen, warte mal. Die Central Station für Experimente, für Surface Science Experimente. Das meint ihr mit PC? Ich warte auf eure Antwort. Ich pack's schon mal ein, aber ich vermute fast, dass ihr das meint. Okay, dann brauchen wir auch ein paar von diesen Stöpseln. So. Und ein Solarpanel. Ja. So. Gut, alles klar. Dann machen wir das so. Wird's umgesetzt. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal so weit vorbereitet. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge noch mal gucken, dass wir irgendwie so ein kleines Fluggerät oder so. Magnetometer. Warum hängt hier ein Magnetometer rum? Ich will es gar nicht wissen. Wir noch ein kleines Fluggerät, Rover, irgendwas in der Richtung konzeptionieren. Schon ist wieder aerodynamisch. Mit dem wir rumfliegen können. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich verdünnisiere mich jetzt erstmal in den Urlaub. Solarzellen für das Teil habe ich eingepackt. Und ja, wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne sage ich soweit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß heute mit dem Gebastel und auch mit dem Rumfliegen. Wir sind bei der Moonbase ja, glaube ich, ganz gut vorwärts gekommen. Zumindest kann ich mich nicht beklagen. Und ich würde mal sagen, nächsten Sonntag bin ich ziemlich guter Dinge, dass wir ordentlich Science reinbekommen und dann hoffentlich weitermachen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.